Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, was ihr hier sehen könnt, ist eine Pak-Choi-Pflanze, die ich nicht abgeerntet habe. Und zwar aus einem guten Grund. Hier haben sich jetzt die Samenkapseln gebildet und ich möchte jetzt hier die Samen ernten, damit ich auch nächstes Jahr wieder Pak-Choi anbauen kann. Ich zeige euch, wie ihr dazu kommt, dass ihr auch diese Samenkapseln bekommt und im Endeffekt die Samen ernten könnt, denn dabei muss man einiges beachten. So, eine Pflanze habe ich stehen gelassen, die anderen habe ich geerntet, die haben wirklich gut geschmeckt und die sind jetzt soweit, dass ich hier die Samen ernten kann. Welche Voraussetzungen habe ich für diese Pflanze geschaffen, damit sie die Samen hier entwickelt hat? Ja, die Pflanze musste natürlich erstmal dazu blühen und dann von Insekten bestäubt werden und dafür müssen einige Bedingungen erfüllt sein. Die Bedingung ist einmal, dass sie als Jungpflanze niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein muss. Das heißt, ich konnte sie gut und bequem in der Wohnung vorziehen und dann zum Beispiel im April auspflanzen, wo es noch mal ein bisschen kälter war. Da haben sie dann also Kälte abbekommen. Und was wichtig ist, damit die auch so in die Höhe schießen dann irgendwann und eben so ausgebildet werden, brauchen die mehr als 10 bis 14 Sonnenstunden. Und dann haben wir eben hier diese Samenkapseln, die sich gebildet haben. Und alles, was ich jetzt nur noch machen muss, ist die einfach abzupflücken. Dann kann man die hier öffnen und hier kommen jetzt die Samen zum Hervorschein. Ja, die kann ich jetzt noch ein bisschen in meiner Wohnung drin trocknen und nächstes Jahr kann ich sie dann verwenden, um neue Pak-Choi-Pflanzen anzubauen. Ja, so macht man das Ganze. Ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, Daumen nach oben. Ich sage bis dann, euer MacPaverick.